So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's mal wieder hier bei Minecraft Sky Factory. Das letzte Mal haben wir hier. Was haben wir denn eigentlich gemacht? Das hier haben wir als letztes noch fertig gemacht. Unsere Mobfalle. Die sollte jetzt ein bisschen besser funktionieren. Mal gucken, ob es auch was bringt. Jetzt wollten wir ein bisschen weitermachen. Crooks, wie viel haben wir denn? Ah. Wie viel haben wir denn noch an Holz? Na, da haben wir noch schon einiges. Hier haben wir den Stein. Da können wir gleich mal weitermachen hier mit unserer Umrandung. Was wollten wir mit dem Baum machen? Ach, scheiß drauf. Die Crooks kommen wieder weg. Und ich brauche noch die Zäune. Und weiter geht's. Machen wir erstmal einen. Jetzt hier noch ein Rand außenrum. Ja, da frecken schon ein paar Mods. Mobs, nicht Mods. Wenn Mods verrecken, wäre das komisch. Na komm, so. Ne, das war falsch. Zu kurze Arme. Oh, scheiße. So, den wieder weg. Den weg und einmal hier einen Zaun rüber. Können wir erstmal noch schlafen gehen. Bevor hier drauf was spawnt. So. Einmal in die Haya. So. Können wir gleich mal gucken, was da eigentlich bis jetzt vielleicht. Ob da bis jetzt vielleicht mal was rauskommen ist. Ja, ein Knochen liegt rum. Ja, ein paar Sachen haben wir schon wieder aufgenommen. Bissle Gammelfleisch. Können wir alles hier in die Truhe rein. Pfeile sollten wir auch noch. Ja. Zäune waren da nicht drin. Ah, können wir es einfach mal laufen lassen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Also ich habe es ja schon mal so gebaut, aber es ist jetzt das effektivste Design, was man bei einer Mobfarm haben kann. Von dem her dürfen wir nicht allzu viel erwarten von der Mobfarm. So, das wäre jetzt mal sicher. Ah, da kommt zwar durch, aber ist jetzt mal wurscht. So, alles mal weg. Dann, was haben wir denn letztes Mal hier unten an Automatisierung gemacht? Hier wird noch gesiebt. Ja, das passt schon soweit. Ist da noch was drinnen? 45 Blöcke. Ah, scheiße. Muss ich nur gucken, wie ich die am geschicktesten rauskrieg. Weil ich habe ja keine automatisierte Ausgabe, oder? Ne, da ist nichts. Dann müssen wir das alles von Hand rausholen. Oh je. Jetzt müssen wir auch mal. Dann, wie viel Lava? Ach, die Energie, die passt schon. Nur gucken, was wir als nächstes machen. Das Ganze jetzt mal ein bisschen größer hochziehen. Also, wir brauchen nochmal ein Magmatic Dynamo zur Energieproduktion. Da können wir ein Sieb machen. Pulverizer und das direkt. Moment mal. Warum steht es eigentlich nochmal hier und nicht dahinter? Habe ich da jetzt mal so scheiße gebaut? Sieht so aus. Wrench. Keine Ahnung. Ich muss erstmal eine Wrench holen. Ah, und das hier ist auch gefixt worden, wie man sieht. Bekomme ich die Sachen immer gleich. Und der Anzeigebug ist weg. Wrench hier. Dann. Chest haben wir unten für die ganzen Sachen, aber dann machen wir vorsichtshalber nochmal eine. So.
Ach, stimmt. Uns haben Item Ducks gefehlt. 8 noch. Ja, gut. Das lassen wir kurz durchlaufen. Ja, wie man sieht, der Inventar-Bug ist jetzt weg. Wir spielen jetzt gerade aktuell auf der Version 2.2.3. Na komm. Hier noch. Haben wir den Kaktus-Sitzlinge. Aber was Gutes. Dauert aber eine Weile. Und dann. Wenn ich eine Segment dazu nehme, kann ich immer bloß Gravel. Nicht Gravel. Sand 7. Und ich will ja eigentlich bloß Gravel 7, weil da kommen aber Dias noch dabei raus. Na komm, mach hinne. Die letzte paar Prozent, jawohl. Deswegen müssen wir gucken, dass wir jetzt noch einen Pulverizer bauen. Pulverizer. Das kostet viel zu viel wahrscheinlich. Ne, das haben wir, das haben wir. Ich muss gucken, wie viel Kupfer wir mehr haben. So, die Maschinen sind jetzt mal fertig. Ach, schade, kann ich nicht alles auf einmal nehmen. So, alles mal hier in die Truhe rein. Dann Wrench. Okay, kann man nicht wrenchen. So, die ganze Energiekonto jetzt auch noch. Ganze Lava-Konto, jetzt verlieren wir halt eine Runde an Lava, aber das ist ja mal nicht so schlimm. So, dann machen wir das Ganze hier wieder. Einfach mal so. Dann so. Das ist da. Was habe ich ganz gerade? Segmel. Colored. Generator. Das machen wir mal so. Jetzt müssen wir die Cobblestone hier nur reinfügen eigentlich. Und dann könnte das Ganze schon laufen. Deswegen machen wir hier einen Ausgang hin. Halt. Und oben einen Eingang. Dann brauchen wir einmal noch. Ah, da wird es wenig. Da sind wir drei. Wir müssen nur mit dreimal Stein kochen. Dann brauchen wir noch Glas. Doch, das ist der Ofen. Hopp, 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 hopp. Essen. So. Dann können wir das mal so laufen lassen für den Anfang. Jetzt brauchen wir Glas und Redstone. Haben wir noch Redstone? Das ist jetzt die Frage. Ein Redstone. Das brauchen wir. Zwei Glas. Quite Clear Glas können wir da auch benutzen. Wenn wir es wieder normal gemacht haben. Jetzt gleich. Müssen wir gucken. Kein Redstone. Ein Redstone. So. Einmal so und dann. Ups, ups. Und fertig. Halt. 8 Stück, das müsste eigentlich jetzt reichen. Ich hab echt schon Sacred Rubber Tri Sapling. Oh Gott. Können wir das kleiner mitnehmen? Jetzt. Und jetzt müsste eigentlich loslaufen. Jupp. Also, da kriegt man schon mal ein bisschen an Erze automatisch. Sind jetzt zwar nicht die, wo wir wollen, aber egal. Hätte gern die, ja, was? Das läuft schon so. Hätte gern lieber, dass da, Gravel raus, kommt beim, Pulverisieren vom Koppel. Wenn, dann habe ich ja die Chance noch auf Dias.
Aber das Ganze, wenn wir es richtig automatisieren, dann soll es ja alles, alle drei Sachen produzieren. Ah, okay, da bekommen wir Gravel raus. Der bleibt dann halt übrig, weil der jagt hier den Kobel so schnell durch, dass der hier mit dem Sand durchsieben nicht mitkommt. Können wir nochmal zu unserer Monsterfalle gucken. Und das alles von einem einzigen Cobblegen, der da damit immer noch locker mitkommt. Das Ding ist der Hammer. Jetzt gucken wir mal, wie viel Gammel. Halt, da liegt schon ein bisschen Fleisch. So. Dann hätten wir sogar eine Spoilsbag. Haben wir ein bisschen Gammel. Oh, 24 Gammelfleisch. Das läuft doch besser als gedacht. Muss wohl bloß immer den Abstand einhalten. Was ist denn für eine? Kommen. Ein Überraschungsei. In dem ist irgendein Viech, denn ne? Da muss man aufpassen, wenn man es loslässt. Sonst hat man auf einmal in seinem Holzhaus einen Gast sitzen. Und dann fackelt einem die Bude ab. Das ist nicht gut. Was vom Biom? Wir sind hier in einem Forest-Biom. Maps könnte ich mal wieder einblenden. Oh, wieder weg. Funktioniert übrigens mit N. Jetzt. Transfer Notes. Ja, wir müssen jetzt erstmal das Zeug voll raushauen. Aus unserer Schmiede. Dass wir vielleicht noch an. Dass wir das Ganze hier, aus das Teil hier ersetzen können durch einen Pulverizer. Alu, Eisen. Da haben wir schon. Das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Kupfer. Nein, das ist Tin. Wir brauchen aber auch 4 Tin wegen dem. Nee, doch, wegen dem brauchen wir 4 Tin. Eisen. Glas. Gucken mal kurz um, was wir alles hin. Kupfer. Machen wir hier mal noch kurz Kupfer klein. Hammer, Hammer. Nicht. Doch, da haben wir noch einen Hammer. Machen wir schon so. Falsche Truhe. So. 1, 2, 3. Und einmal Daumen drücken. 32. Fast genau. 8 Stück. So, nächste Runde. Einmal Daumen drücken. 35. Passt schon. Können wir jetzt wieder entmine. Entmine. Ah, da haben wir sogar nochmal. Ach, scheiß drauf. 8 Stück, das reicht locker. Nicht in Mine, sondern Schmelze. So, einmal. Wie viel sind es noch? 11. Oh Gott. Ich will hier lieber einen Pulverizer haben. Nachher ist das System wird sein, dass man einmal das hier Teil, das Teil hin und zwei Pulverizer. Dass man, also der Pulverizer produziert unser Gravel, der produziert unser Sand und der hier ist so schnell, dass man den Sand dann umleiten kann in einen zweiten Pulverizer, der dann das herstellt. Und die alle drei hauen dann das Zeug in jeweils ein automatisches Sieb rein und dann wird aussortiert. So ist es eigentlich mal geplant. Aber was dann rauskommt, sieht man dann ja. 16 Kupfer. Hier nur. Eins. Zwei. Ach, da können wir eh ein Block nur machen. 3. Wenn man 16 Hennen
Passt es dann schon? Und einmal Kupfer hier raus und einmal Kupfer hier raus. So, das so, da hätten wir dann schon ein bisschen was an Kupfer zusammen. So, der Block ist fertig. Jetzt können wir unsere Schmelze noch voll leer machen. So, das müsste der letzte sein. Ne, ja, das ist jetzt der letzte. 16 waren es. Genau. So, Tintin haben wir zu wenig. Müssen wir nur kurz Tin haben. Ne, das ist Silber. Da genau, da brauchen wir Redstone 2. Das läuft hier schön weiter. 5 Crushed Iron. Ist zwar langsam, aber was soll's. So, dann können wir das hier mal loswerden. Überall in allen Truhen ist Gammelfleisch. Tin, 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 tin. Das passt sogar aus. So. Und klein machen. Ja, nur ein mehr. So. Oh, gar keinen mehr. Scheiße. Egal. Aber da geht's wieder. Einmal wieder einschmelzen. So, das läuft auch noch. Hey, da könnte man gleich noch ein bisschen was rausnehmen und Glas machen. Lassen wir das auch hin. Dann brauchen wir einmal 2 für die 3. Genau, für die Teile. Man sollte schon Sachen auch aus der Truhe rausnehmen, wenn man es braucht. Und warum funktioniert hier kein Shift-Click? Check's einfach nicht, weil meine andere Welt funktioniert's. So, 4 Eisen. Oh scheiße, wenn zu wenig Eisen haben wir auch noch. Ne? Zum Glück haben wir hier unsere Maschine. Wir haben schon 7. Nur einen, komm. Ja, wir müssen eh noch jetzt Tin gießen. 8 haben wir. 1. Oh, das muss ich auch noch dann ändern. Dass wir das hier automatisieren können. Moment. Ja, da haben wir 2. Jetzt haben wir es eigentlich schon. Einmal den Eisenbahn. Jetzt brauchen wir mehr Eisen. So. Dann brauchen wir Gold, haben wir auch noch. Wir brauchen zweimal Redstone. Müssen wir jetzt halt mal gucken, dass wir ein bisschen vorwärts kommen. Gerade aber ein bisschen schwer. So, leer ist's. Dann gucken wir, ob wir das Eisen endlich fertig haben. 8 brauchen wir, 8 Hämmer. So, gib her. So. Ich schmeiß direkt den Schmelzer rein, das geht nämlich auch. Bekommen wir 4 Eisen raus. Dann halt jetzt halt die Chance drauf, dass das noch mehr wird. Aber ist jetzt auch mal egal. Die ist Level Expert. Will ich jetzt gerade nicht dran weitermachen. Na komm, Eisen. Ich bin halt der Pearson oder 12 Eisen. Glas brauchen wir noch, die Redstone zweimal. Dann brauchen wir noch Energiepipes.
Eigentlich haben wir auch eine Porknut da. Das könnten wir auch mal essen. Hier ist kein Glas drin. Hier ist auch kein Glas drin. Und wieder runter. Dann brauchen wir das hier, das hier. Da sind die Tinte hier. Ah, ich habe kein Ding. Kein Flint. Ach, kacke. Flint sollte eigentlich irgendwo hier drin sein. Da, genau. Ein Flint. Ah, wir brauchen noch einen Pisten. Verdammte Scheiße. War doch ein Pisten, ja. Redstone Hammer. Eisenhammer unten. Ups. Und Holz ist oben. Haut mich mal jemand. So verpeilt schon wieder. Gibt's doch nicht. Ja, da hätten wir aber eins. Da können wir hier mal das Eisen rausholen. Das Glas. Zwei. Holz. Holz, 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 Holz. Einmal bitte. So, dann einmal Pisten. Warum geht das nicht? So, dann können wir das schon mal vorbereiten. Maus zu empfindlich eingestellt. Oder ich bin zu müde, zu langsam. Jetzt hätten wir es. Halt, 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. So. Ja, na komm. Passt doch. Dann das Ganze hier rein. Wrench. Habe ich eine mit dabei? Sehr gut. Zum Glück denke ich mit. Okay, das war's. Dann wieder hoch. Und fertig ist der Pulverizer. Dann können wir unsere Wrench wiederholen. Das machen wir jetzt noch. Und dann haben wir die Folge auch schon wieder rum. Genau. Der hier kommt weg. Der hat immer nur die Sachen drin. Okay, cool. Dann das hier. So. Du bekommst von oben Koppel und haust beides hier raus. Brav. Okay, das Ding, der kann jetzt ein bisschen laufen. Genauso wie der. Vor den können wir jetzt noch ein bisschen Energie pflanzen. Und so. Dann die Ausgänge. Ausmachen. Ausmachen. So, passt. Wie viel verbraucht der? 49. Okay, der verbraucht 40, der verbraucht 20. Wir brauchen die beide 40 und der produziert 80. Das heißt, wir sind an der Leistungsgrenze. Das heißt, wir brauchen Augmentation. Wir brauchen eine. Yep, genau den hier. Das heißt, wir brauchen nochmal 4 Kupfer, 2 Redstone. Deswegen läuft es gerade nicht ganz richtig. Das kann man dann auch aufhören lassen. Dass der keine Energie mehr braucht. So, passt. Jetzt verbraucht der Energie. Jetzt verbraucht das Teil Energie. Das nehmen wir raus. Da haben wir sogar schon unsere Ancient Spores. Mit denen wir dann unsere Witchwasser machen können. Dann zeige ich dann später, wie man da dann weitermacht.
So, das packen wir alles mal hier in die Truhe. So, das läuft mal wieder. So, jetzt kommt hier auch das richtige Zeug raus. Und dann bedanke ich mich mal wieder hier fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Part. Und tschüss.